Die Abendvisite ist Business TV in Kooperation mit dem Klinikum Ingolstadt, das Schwerpunktkrankenhaus der Region. Das Bewegungsbad im Untergeschoss des Klinikums Ingolstadt. Normalerweise üben hier Patienten mit einer Bewegungseinschränkung im Rahmen ihrer Behandlung. Heute nutzt Melanie Schliewer eine Pause in dem Becken für ihre Vorbereitung. Regelmäßig entnimmt die Hygienefachkraft aus dem Becken und aus dem Wasserfilter eine Probe. Denn das Klinikum muss sicherstellen, dass sich in dem Wasser keine Krankheitserreger vermehren. Melanie Schliewer und ihre Kollegin gehören zum klinikumseigenen Institut für Infektiologie und Krankenhaushygiene. Dessen Leiter ist Dr. Stefan Borgmann. Ich bin Arzt, Facharzt für Mikrobiologie und Labormedizin. Meine Damen sind Hygienefachkräfte. Da kann man sich jetzt immer nichts vorstellen. Wenn Sie im Krankenhaus als Hygienefachkraft arbeiten möchten, haben Sie erstmal eine Ausbildung, eine dreijährige zur Krankenschwester gemacht. Dann haben Sie 3 Jahre Berufserfahrung mindestens und anschließend machen Sie eine 2-jährige Weiterbildung zur Fachkrankenschwester. Die 6 Hygienefachkräfte sind in allen Bereichen des Klinikums unterwegs, um Proben zu nehmen, aber auch um zu beraten. Ein Großteil der Arbeit ist, dass wir die Befunde kriegen aus dem Labor, dass wir die sichten. Bei welchem Patienten müssen wir intervenieren? Ich kriege auch viele Anrufe von den Kollegen auf den Stationen zu Hygienefragen, meine Damen natürlich auch, aber auch so zur Antibiotikaprophylaxe und Therapie. Also welche Antibiotika sind sinnvoll und welche sind nicht sinnvoll? Unter dem Begriff Hygiene können sich nur wenige Laien etwas Konkretes vorstellen. Der Begriff ist auch eigentlich ein bisschen unglücklich. Im englischen Sprachraum ist er besser. Die reden von Infection Control, also Infektionsprävention. Und das trifft es eigentlich besser, weil unsere Aufgabe ist zu verhüten, dass die Patienten, die zu uns kommen, Infektionen im Laufe des Krankenhausaufenthaltes erfahren oder insbesondere solche, die man vermeiden kann. Eine der wichtigsten Hygienemaßnahmen ist die Händedesinfektion. Einmal im Jahr müssen alle Pflegekräfte zur Schulung zu Beate Ries und ihren Kolleginnen. Also ausreichend Desinfektionsmittel nehmen, in den Handflächen verteilen. Dann müssen wir oben den Handrücken auch abstreifen. Wichtig, das Handgelenk nicht vergessen. Der Daumen ist oft eine Schwachstelle. Und vorne die Nägel, die reiben wir auch das Mittel noch ganz fest ein. Und dann so lange reiben, bis das Mittel aufgebracht ist. Dann können wir unter der Lampe schauen, ob wir nichts vergessen haben. Bei der Lampe ist so, die weißen Stellen hier ist Desinfektionsmittel dran. Ist alles benetzt. Falls im täglichen Stress die Händedesinfektion dürftig ausfallen würde, wären unter dem UV-Licht die Stellen sofort zu erkennen, die nicht vom Desinfektionsmittel benetzt wurden. Dort können sich im schlimmsten Fall Keime halten und weiter übertragen werden. Die Hygienefachkräfte sind allesamt erfahrene Krankenschwestern aus den verschiedensten Bereichen der Pflege. Neben medizinischen Einrichtungen des Klinikums kümmern sie sich auch um Bereiche, in denen Hygiene mindestens ebenso wichtig ist. Im Entsorgungsbereich der Küche landet sämtliches Geschirr und Besteck aus dem gesamten Klinikum. Daran können auch krankmachende Bakterien oder Viren haften. Doch nicht jeder Kontakt mit einem Keim führt auch zu einer Erkrankung. Zuerst mal, je mehr Erreger ich von einem Mikroorganismus abbekomme, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie sieht es aus mit der eigenen Immunität? Ja? Also bei Noroviren beispielsweise ist es so, dass unsere Schüler und Schülerinnen ganz schnell erkranken, während die altgedienten Pflegekräfte relativ selten erkranken. Die Wahrheit ist, dass die aus langgedienten Schwestern schon eine Immunität aufgebaut haben durch Kontakt mit anderen Norovirusstämmen und dazu dann eine Teilimmunität haben.
Das Ziel der beiden Hygienefachkräfte sind die riesigen Spülmaschinen. Also das ist die sogenannte letzte Spülflotte. Hier machen wir eine Probenahme. Wichtig ist immer vorher noch eine Temperaturkontrolle. Für die Dokumentation. 61 Grad. Die Probennahme erfolgt zweimal im Jahr. Damit das Geschirr auf der reinen Seite ohne Krankheitserreger ankommt, spülen die Maschinen im letzten Gang mit einer Temperatur von 80 Grad. Die Wasserproben werden verschlossen und mit einem Barcode eindeutig markiert. Falls irgendwo doch Keime auftauchen, können Labor- und Hygieneabteilung so eindeutig feststellen, an welcher Stelle die Belastung aufgetreten ist. Eintritt nur mit Händedesinfektion und Schutzkleidung. Von der Entsorgungsseite mit dem schmutzigen Geschirr geht es für die Hygienefachkräfte weiter auf die reine Seite der Küche. In diesem nach festgelegten Standards zertifizierten Bereich gelten strenge Vorschriften. Jeder, der dort hinein will, muss Schutzkleidung tragen. Um zu prüfen, ob die Spülmaschinen auch wirklich den Anforderungen genügen, nimmt Beatrice dort mehrere Abklatschproben von gespülten Tellern. Das heißt, wenn Krankheitskeime dort anhaften, würden sie sich auf dem Nährboden der Schälchen vermehren. Die meisten Infektionen, die wir aber haben, das sind Infektionen, die von Bakterien ausgehen, die ohnehin in dem Körper des Patienten schon drin sind. Ja, je älter man wird, desto größer wird das Risiko. Was sehen wir am häufigsten? Die Blasenentzündung. Also die holt man sich nicht irgendwo auf dem Klo, sondern von den Bakterien, die man selber schon im Genitalbereich hat, die dann hochwandern und in einen Bereich kommen, in dem sie eigentlich nichts zu suchen haben. Davon abgrenzen muss man natürlich die Bakterien oder Erreger, Viren auch, die man normalerweise nicht mit sich rumträgt. Das sind also so Noroviren, beispielsweise Influenzaviren. Ja, und da macht es natürlich dann großen Sinn, Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Besonders ansteckende Patienten müssen dann unter Umständen isoliert werden, um eine Ansteckung zu verhindern. Das Besondere an dieser Station ist, dass die Patientenzimmer Vorräume haben, sogenannte Schleusen, die nochmal einen kleinen separaten Raum bieten, um Maßnahmen für das Eintreten zu ergreifen, also sprich Schutzmaßnahmen. Diese Farbe Blau signalisiert quasi allen, die auch vielleicht nicht lesen können oder die Schrift nicht können, große Isolation heißt es in dem Falle. Und die gelben Schilder, wie Sie praktisch hinter sich sehen, das wäre die kleine Isolation sogenannte. Also das ist dann natürlich vom Aufwand her ein bisschen weniger. Die große Isolation ist dann quasi fast voll Vermummung sozusagen. Genau, das sind dann praktisch diese Überkittel. Die müsste man sich dann da anziehen. Die kann man hier oben zumachen mit kleinen Bändchen und dann nochmal im Bauchbereich. Die schließen quasi rundherum. Die Haube aufsetzen. Das haben wir eigentlich wirklich nur noch bei den Tuberkulose-Patienten notwendig, dass man sich eine Haube aufzieht. Die müssen wir auch ordentlich anpassen. Auch der Mundschutz ist mit einem speziellen Filter ausgestattet, der keine Krankheitserreger durchlässt. Zusätzlich sorgen noch Handschuhe dafür, dass Pfleger und Ärzte, aber auch die Besucher hochansteckender Patienten vor einer Infektion geschützt sind. Vielen Angehörigen macht eine Infektionskrankheit Angst. Das habe ich auch schon erlebt, dass die Liebsten dann sich weigern, in das Zimmer zu gehen, weil der Opa einen MRSA hat, obwohl praktisch kein Übertragungsrisiko besteht, geschweige denn krank zu werden. Aber wir sind da leider in unserem Denken nicht sehr weit. Ja, bei Noroviren, die ja zum Glück dann auch schnell wieder vorbeigehen, sieht die Sache natürlich anders aus. Da würde es Sinn machen, jetzt möglichst wenig Kontakt die nächsten 3 Tage einzuhalten. Aber wir haben da schon sehr, sehr irrationale Ängste. Auf den Krankheitserreger abgestimmte Desinfektionsmittel sorgen dafür, dass auf den Flächen im Zimmer und im Bereich des Patienten möglichst wenig Keime haften. Einzeln entnehmen. Natürlich mit einem Handschuh eigentlich. Geht. Und dann kann ich halt quasi da ein bisschen
Patienten. Was die Zahl der Mikroorganismen angeht, gibt es verschiedene Begriffe und Reinheitsstufen. Steril heißt, es sind keine Mikroorganismen nachweisbar. Und das ist dann hinterher keimfrei, wenn ich etwas sterilisiere. Wenn ich etwas desinfiziere, mache ich eine Keimreduktion. Das heißt, man spricht da von dem Faktor 10 hoch 5, also um 10.000 weniger Erreger, als ich vorher hatte. Wenn ich natürlich jetzt etwas habe, was sehr, sehr stark verunreinigt ist, sehr viele Bakterien hat, dann ist das hinterher immer noch nicht steril. Also deshalb, eine Desinfektion ist immer nur erfolgreich, wenn Sie schon vorgereinigte oder saubere Oberflächen behandeln. Besondere Bedeutung hat die Hygiene natürlich für alle medizinischen Geräte und Werkzeuge. Denn was direkt mit dem Patienten oder sogar mit dessen Blut in Kontakt kommt, darf keinesfalls ansteckende Keime enthalten. Endoskope müssen zwar nicht steril sein, aber in ihren Kanälen und den Schläuchen könnten sich Keime vermehren, trotz maschineller Aufbereitung. Monika Daum und ihre Kolleginnen überprüfen deshalb regelmäßig jedes einzelne Endoskop. An der Spitze machen sie mit einem sterilen Wattestäbchen einen Abstrich, der dann in eine Nährlösung eingelegt wird. Die Kanäle spülen die Hygienefachkräfte mit Kochsalzlösung, die ebenfalls aufgefangen und später untersucht wird. Beate Ries ist unterdessen in der Bettenaufbereitung unterwegs. Wenn da ein Patient mit infektiöser Erkrankung drin war, dann darf das Bett so nicht hierher, dass eben auch das Personal von der Bettenzentrale Bescheid weiß, dann ist das abgezogen. Ansonsten kommt es so von den Stationen hierher, wird dann abgerüstet, die Wäsche kommt extra, die Matratze kommt in einen Matratzenwagen, der wird dann auch desinfiziert und das Bett kommt anschließend in die Bettenwaschanlage, wie man es hier sieht, so auseinandergebaut. Es dauert 5 Minuten, bis das Bett mit 60 Grad heißem Wasser gewaschen ist. Die Matratzen werden bei 75 Grad gewaschen. Etwa 50 Betten am Tag werden so durch diese Maschine geschleust und für den nächsten Patienten wieder sauber und desinfiziert hergerichtet. An 5 Stellen des frisch gewaschenen Betts nimmt Beate Ries mit Petrischalen einen Abklatsch. Sauberkeit und Hygiene hängen in den meisten Fällen miteinander zusammen, sagt der Experte. Saubere Oberflächen sind in der Regel, wenn wir Abklatschuntersuchungen machen, finden wir wenig. Ja, auf so verstaubten Oberflächen, da finden wir schon häufiger etwas. Sämtliche Proben aus der Hygieneabteilung landen im mikrobiologischen Labor des Klinikums. Dort werden Nährlösungen und Petrischalen 2 Tage lang bei Körpertemperatur aufbewahrt. Dann würden sich darauf die Bakterien vermehren. Auch die gefürchteten sogenannten multiresistenten Keime können vorkommen. Zum einen handelt es sich um Bakterien, die ohnehin bei Menschen sind, die sich auch in der Gefährlichkeit nicht unterscheiden, sondern die haben nur eine gewisse Resistenz gegen Antibiotika. Sie sind also schwer zu behandeln. Deshalb sind die per se nicht gefährlich. Wenn Sie aber natürlich eine offene Wunde haben, zum Beispiel nach einer Operation, und da fallen einige wenige Erreger rein, dann können die schwerste Infektionen verursachen. Zu Hause, im Bus oder in der U-Bahn haben Sie natürlich eine ganz andere Situation. Da kommt es erstmal wenig zu Übertragungen und auch praktisch nie zu Infektionen. Wenn sich auf einem Nährboden tatsächlich Erreger vermehren, dann können Laborarzt und Infektionsmediziner in weiteren Untersuchungen den Typ bestimmen und auf welches Antibiotikum das Bakterium anspricht. Zudem weiß die Hygieneabteilung, wo sie den Erreger gefunden hat und kann rechtzeitig eine Ausbreitung stoppen.